Hast du dich schon mal gefragt, was ein Schmetterling zu einem Schmetterling macht? Der wissenschaftliche Name Lepidoptera verrät das offensichtlichste Merkmal bereits. Denn auf Deutsch heißt der Schuppenflügler. Der größte Teil der Schmetterlinge besitzt zwei zarthäutig beschuppte Flügelpaare. Doch hast du einen Schmetterling schon einmal bei der Nahrungsaufnahme beobachtet? Dann ist dir sicher ein weiteres, markantes Merkmal aufgefallen. Nämlich die Mundwerkzeuge. Diese haben sich im Laufe der Evolution extrem angepasst. Somit können Schmetterlinge heute ihre manchmal mehr als 20 cm langen Maxillen, also ihre Unterkiefer, nach Bedarf auf- und abrollen, um am Blütennektar zu gelangen. Wenn du noch mehr über Schmetterlinge erfahren möchtest, dann schau dir am besten das ganze Video auf unserem YouTube-Kanal an.